Liebe Gäste, herzlich willkommen in Bukarest. Lokale Uhrzeit ist 12:02. Bereits bei der Ankunft nachmittags in Bukarest wartet unser Bus. Ohne Stopps geht es einmal durch Rumäniens Hauptstadt. Auch Bukarest hat einen Triumphbogen. Auf diesen Schenkeln Außenseite sind Namen von Generälen an der linken Seite der Triumphbogen von Generälen und Schlachten eingetragen. Das gleiche innerhalb der zwei Schenkel. Bei verschiedenen Gelegenheiten kann man zur Aussichtsterrasse steigen. Vorbei am Ikarus zum Siegesplatz. Die Nationalfahne zu sehen ist, bedeutet das, dass dort etwas Offizielles ist. Vor uns der Siegesplatz. Diese kleine Stadtrundfahrt bringt uns mit den vielen Informationen von unserem Reiseleiter Doru Rumänien und Bukarest etwas näher. Es geht Schlag auf Schlag. Eine Sehenswürdigkeit reiht sich an die andere. Über die Autobahn erreichen wir gegen Abend unser Hotel in Constanza, unserem Standort für die nächsten 3 Tage. Der Tag in Constanza beginnt mit einer Stadtführung. Die Wölfin mit Romulus und Remus mitten in der Stadt. Das Ethnographische Museum bietet einiges. Wir beschränken uns bei dieser Stippvisite auf das Wesentliche.
Durch die Fußgängerzone geht es weiter zum Archäologischen Museum. Auch hier machen wir es kurz. Das Wetter ist eigentlich zu schön für Museen. Lieber verbringen wir Zeit an der lohnenswerten Promenade von Constanza. Zur Mittagspause ins Hotel und anschließend wieder an den Strand. Natürlich geht es auch für mich erstmal ins Tote Meer. Das lasse ich mir nicht nehmen. Bei diesen angenehmen Wasser- und Lufttemperaturen. Morgen steht das Donaudelta auf dem Programm. Kilometer fließt die Donau von Donaueschingen bis ins Schwarze Meer. Vor Tulkea verzweigt sie sich in drei Arme und formt dazwischen das zweitgrößte Delta Europas mit 5640 Quadratkilometern. Einen kleinen Eindruck dieses großartigen und einzigartigen Biosphärenreservats des Donaudeltas erhalten wir bei dieser Bootsfahrt. Allerdings fehlen Anfang September rund 1 Meter Wasserstand. Deshalb ist leider nur eine eingeschränkte Befahrung möglich. Im Schnittpunkt der großen europäischen Vogelzüge ist das Donaudelta für 325 Vogelarten Nahrungs-, Brut-, Rast-, Sommer- oder Winterstätte. Paradevögel sind die Rosa- und die Grauskopfpelikane, die aber jetzt bereits in ihre Winterquartiere abgezogen sind. Will man die einzigartige Biosphäre des Donaudeltas erfahren, langt natürlich unser kurzer Ausflug nicht aus. Er vermittelt nur einen ersten Eindruck. Das Donaudelta stellt nach dem Wolga-Delta das zweitgrößte Delta Europas dar und umfasst ein Gebiet von 5800 Quadratkilometern. Das Donaudelta ist seit 1990 ein Biosphärenreservat. Mit nachgewiesenen etwa 5200 Tier- und Pflanzenarten. Manche dieser Arten gelten als selten oder vom Aussterben bedroht. Nach einigen Abstechern in befahrbare Seitenarme und einem kurzen Regenschauer geht's zurück.
vorbei an der ehemaligen Yacht Siret des Diktators Ceausescu. Resümee: Das Donaudelta lohnt. Allerdings besser noch zu einer Jahreszeit, wenn die Pelikane noch da sind. Vom Donaudelta zurück durch die Südkarpaten nach Sinaia. Das Kloster Sinaia, das nach dem Berg Sinai im heutigen Ägypten benannt wurde, stellt den historischen Ursprung der Stadt Sinaia dar. In der 1695 gegründeten Anlage leben heute noch ca. 20 rumänisch-orthodoxe Mönche. Das sehenswerte Kloster ist auch von innen imposant. Nordwestlich und gut zu Fuß erreichbar liegt das Schloss Peles, das zwischen 1873 und 1883 für König Karl I. von Rumänien erbaut wurde. Es diente bis zum Tod des Königs im Jahr 1914 als dessen Sommerresidenz und galt als dessen Lieblingsschloss. Mit einem neugierigen und zutraulichen Fuchs endet dieser Tag in Rumänien. Die Geschichte Honigbergs ist eng mit dem Deutschen Ritterorden und dem Zisterzienenorden verbunden. Während ihres Aufenthalts in Siebenbürgen von 1211 bis 1225 baute der Ritterorden Burgen, brachte deutsche Siedler ins Land, die späteren Siebenbürger Sachsen und gründete mehrere Kirchenburgen. Vermutlich fällt in diese Zeit auch die Gründung Honigbergs, die heute zu den bestens erhaltenen Wehranlagen der Siebenbürger Sachsen zählt. Rund 160 dieser befestigten Anlagen sind heute noch erhalten. Einzigartig in ihrer Vollständigkeit und in ihrem Erhaltungszustand ist die Kapellenausmalung des 56 Meter hohen Turms aus dem 15. Jahrhundert. Einmal oben außen herum. Und natürlich einen Blick in die Räumlichkeiten.
bevor es mit dem Bus weitergeht. Nur wenige Kilometer weiter. Also. Frühe Kronstadt war historisch gesehen eines der Zentren der Siebenbürger Sachsen und die wirtschaftlich stärkste Stadt Siebenbürgens. Bedeutendes geschichtliches Bauwerk und markantes Wahrzeichen der Stadt ist die 1477 gebaute evangelische Schwarze Kirche mit ihrer Buchholzorgel. Auch hier geht es im schnellen Durchgang durch die Stadt, mit vielen sehenswerten Ecken. Kurz Pause bei Mac. Noch eine Kirche und danach Feierabend in unserem Hotel. Dranbleiben. Morgen geht's unter anderem zum leibhaftigen Dracula. Sächsische Jura, Deutsch Schäßburg, ist eine der bedeutenderen Städte in der Region Siebenbürgen in Rumänien. Das einzigartige historische Zentrum wurde 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Unter fachkundiger Führung unseres Reiseleiters erkunden wir die Stadt. Es gibt einiges zu entdecken. Hinter mir dieses Haus, da das heute ein Hotel ist, da können Sie auch die deutschen Sprache das abzeigen. Fehlen darf hier in Schäßburg natürlich nicht Dracula. Einer der vermeintlich berühmtesten Söhne der Stadt ist Vlad der Dritte, besser bekannt als Dracula. Er soll angeblich 1431 in der Zitadelle von Schäßburg das Licht der Welt erblickt haben. Viele Geschichten ranken sich um Dracula. Dieses kurze Video reicht nicht aus, um alles zu erzählen. Wen es interessiert? Dr. Google weiß fast alles. Wir dürfen ihm auf jeden Fall einmal die Hand schütteln. Meter geht es über 100 Stufen hoch zur Klosterkirche. Müssen wir durch. Gehört zum Programm.
Unsere anschließende Mittagsverpflegung besteht aus Papanasi, einer rumänischen Spezialität, die wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und schon geht es weiter. Seit 1998 reist der englische König regelmäßig nach Rumänien. Vor allem die Region Siebenbürgen hat es ihm angetan. Dort besitzt er ein Dutzend Häuser bzw. Landsitze, die man auch mieten kann. Eine davon ist diese. Gegen Abend geht es zurück ins Hotel. Morgen beginnt unser letzter Tag in Rumänien. Die herausragende Kirchenburg unter den vielen in Siebenbürgen ist zweifelsohne Tartlau. Sie ist die größte und am stärksten befestigte Burg, was sicherlich der Tatsache geschuldet ist, dass Tartlau die östlichste Gemeinde Siebenbürgens ist und somit als erste den einfallenden Horden ausgesetzt war. Im Innern der Burg befinden sich, wie Waben an die Ringmauer geklebt, 272 Vorratskammern, in denen die Familien ihr Hab und Gut aufbewahrten. Die Kammern sind in mehrere Geschosse angeordnet. Der Zugang dahin erfolgt über ein ausgeklügeltes System von Holzstegen und Treppen, die offen angelegt sind. Zusätzlich bestand ein direkter Zugang von den Kammern zum Wehrgang, um schnell die Verteidigungsposition einnehmen zu können. Im Südsektor des Wehrgangs ist ein in einem Rahmen eingesetztes Eichenbrett vorhanden, das sich um seine eigene Achse drehen lässt und beidseitig mit je 5 kurzen Vorderladeschießrohren bestückt werden kann. Hierdurch wurde ein schnelles Schießen ermöglicht. Dieses Abwehrgerät wird auch Todesorgel genannt. Zurück im Hotel. Der heutige Tag klingt mit einem Folkloreabend aus. Morgen ist bereits der letzte Tag in Rumänien und nach einem Kurzbesuch in Sinaia fliegen wir gegen Abend zurück. Der letzte Tag in Rumänien fängt mit einer kurzen und knackigen Stadtführung in Sinaia an. Einmal durch die schöne und gepflegte Innenstadt. Ein kurzer Blick auf das Casino.
Und schon ist die Zeit vorbei und es heißt, ab zum Flughafen. Unsere Maschine bringt uns spät abends zurück nach München. Nach etwas über 2 Stunden sind wir da und der einwöchige Trip nach Rumänien mit vielen neuen Eindrücken und der Erkenntnis, dass viele Vorurteile falsch waren und revidiert werden müssen, geht zu Ende. Bitte lassen Sie am 7. Uhr geschlossen, bis wir die endgültige Fahrtposition erreicht haben und die Anstartzeichen über Ihnen aufgeschaltet haben. Kapitän Bauer und die gesamte Besatzung möchten sich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie die deutsche Lufthansa und die Starlines verleihen gewählt haben. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt an Bord hatten und würden uns freuen, Sie bald wieder bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Wünschen jetzt noch einen schönen verbleibenden Abend und gegebenenfalls eine sichere und bequeme Weiterreise. Vielen Dank nochmal und auf Wiedersehen.